Hallo zusammen, freut mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen. Wir sind hier heute bei der A1 CEV Beachvolleyball Europameisterschaften in Wien 2023. Und an meiner Seite habe ich den Hannes Jagerhofer. Lieber Hannes, wir wollen uns heute zum Thema Unternehmertum unterhalten und was es braucht, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, eine erfolgreiche Unternehmerin. Ich möchte gleich mit Herausforderungen anfangen. Beachvolleyball und Regen, wie geht man damit um? Man merkt, du bist ein sehr sensibler Mensch, der sich vorstellen kann, dass wir die letzten Wochen sehr oft online die Wetterentwicklung beobachtet haben und jetzt wirklich so ein fantastisches Wetter haben, so einen schönen Landregen. Ich sage immer, die Natur braucht den Regen, ja, also Gott sei Dank haben wir erstmalig wieder einen Regen. Nein, es gibt uns heuer 27 Jahre und das heißt, ich habe 27 Jahre immer wieder darum gezittert, wie das Wetter wird, aber irgendwann einmal gibt es das auf und wir sind ja da herin einmal sehr trocken, glaube ich, eingebettet im VIP-Bereich. Das Publikum, dem ist es relativ egal, glaube ich, ob es regnet oder nicht, die geben Gas ohne Ende, auch bei, wenn man Situationen gehabt, wirklich vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren strömender Regen und der Stimmung hat das keinen Abbruch getan. Und, aber logisch, das sind so die kleinen Schicksale, die man da halt dann irgendwie noch wegstecken muss und mitnehmen muss, aber der Wetterbericht verspricht, dass es besser wird. Morgen angeblich wolkenlos. Darauf freuen wir uns schon. Jetzt sagst du ja, man muss quasi mit dem Schlimmsten rechnen und sich auf alles vorbereiten. Und Unternehmertum heißt ja am Ende des Tages auch immer flexibel zu bleiben. Du bist ja nicht nur jetzt mit dem Beachvolleyball schon sehr lange sehr erfolgreich unterwegs, sondern man würde neudeutsch sagen, du bist ein Multipreneur. Das heißt, das ist ja nicht dein einziges Baby, sondern es gibt ja mit My Robin jetzt ein Baby, wo du aktuell auch bei Conda Finanzierung suchst. Aber auch My Robin hat ja eine Historie mit Jack Robin, der Versuch schon vor einigen Jahren den Markt zu revolutionieren. Kannst du da ein bisschen erzählen, was damals passiert ist, wie da die Historie war? Ich bin draufgekommen, ich bin mit vielen Dingen einfach zu früh dran. Und das hat der Jack Robin, der jetzt My Robin heißt, wirklich bewiesen. Wenn ich 2013 bin, ich, sagen wir, 2012 kann ich durch, bin ich einmal auf einer Tankstelle gestanden und wenn ich so getankt habe und wenn du so fahrtest in der Gegend herumschaust, habe ich mich gewundert, dass die anderen Kollegen, die getankt haben, so wie ich, alle alleine im Auto waren. Und immer gedacht, das kannst du nicht geben, dass da wirklich Millionen Tonnen Stahl eingebettet rund um eine Person sich von A nach B bewegt. Hab dann mir Zahlen von der Autobahnbehörde kommen lassen und musste feststellen, es ist wirklich so. Auslastung im Schnitt 1,27 und maximal 1,47 pro Fahrzeug. Und dann haben wir da eigentlich ist das ein Wahnsinn, ja? Weil Menschen, die ohnehin auf den Straßen unterwegs sind, warum verwendet man nicht die dazu, auch was zu transportieren und zu verbinden mit Menschen, die was zu transportieren haben oder zu verschicken haben. Und dann haben wir relativ rasch den Jack Robin, den Ur-Jack Robin programmiert und sind dann 2013 an den Markt gekommen, haben aber nicht damit gerechnet, was das heißt, mit quasi einer revolutionären Idee eine sehr empfindliche, aber ganz große Branche, die Branche der Logistik, quasi berührst. Und ich war dann die ersten 6 Monate waren wir getrieben vom Erfolg. 20.000 akkreditierte Fahrer, 60.000 zugestellte Pakete. Und all die Ängste, die ich hatte, was alles passieren kann, nämlich die Geschichten, die du immer gefragt hast. Was ist von einer Drogen schick? Holen die Leute das Backlevel ab? Stellen sie es zu? Habe ich mich wirklich davon überzeugen können, dass das alles anders ist, als ich es mir auch in meinen schlimmsten Träumen vorgestellt habe. Die Leute sind unfassbar in ihrer Eigenverantwortung, die Leute, denen macht Spaß, anderen zu helfen. Sie sind umweltbewusst und das war damals noch nicht so krass, das Thema mit dem CO2-Footprint, wie wir es heute haben. Und es waren wahnsinnig viele nette Geschichten eingebettet in den ganzen Zustellprozess. Aber gewissen Institutionen hat das nicht gepasst. Und die haben dann halt alle Register gezogen, das sehen kannst, bis eine Anfrage im Parlament bei unserem damaligen Wirtschaftsminister. Und dann habe ich gewusst, so, du hast noch eine Chance, wenn das alles quasi Agrarbereich ist, dürfen Menschen was mitnehmen ohne Gewerbeschein? Für mich war es klar, ja, sie dürfen es. Warum? Weil wir als Berechnungsgrundlage, was sie bekommen können, das Kilometergeld haben. Das heißt, du darfst nur so viel mitnehmen, bekommst nur so viel Geld von uns, dass du unter dem amtlichen Kilometergeld bist. Und da gibt es ja genug Beispiele von Vereinen. Wenn die Ausgaben größer sind als die Einnahmen, ist es kein Gewerbe oder auch von Mitfahrgelegenheiten oder auch von Pendler, die sich zusammentun. Aber ich war mir bewusst, ich muss warten, bis ich da von höchster Instanz letztendlich ein Go bekomme.
Und das hat dann leider 4 Jahre gedauert. 5 Jahre. Und in den 5 Jahren waren wir auf Idle, haben das System wieder offline genommen, haben ein anderes Produkt entwickelt, den Jack Robin, nämlich die Versandplattform für Pakete für Online-Händler. Aber ich habe immer gewusst, ich muss noch warten auf den Moment, wo dieser sogenannte Freibrief kommt und dann geht es wieder los. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir sagen, jetzt geht es wieder richtig los. Und vor allem eine große Freude ist natürlich auch die Situation, dass ich unseren Leerlauf, wenn ich ihn so nennen darf, 2015 genutzt habe, um meinem amerikanischen, jetzt würde ich sagen Freund, Mark Garlin zu helfen, seinen Rodi aufzubauen. Und sein Rodi ist jetzt wirklich ein richtiger erwachsener Bursch geworden, der um, also nicht, ich wirklich immer Tränen in die Augen, weil wir haben ihn ja wirklich sehr viel unterstützt und immer auch unsere Erfahrung, wir waren ja 2 Jahre früher dran, unsere Erfahrung eben inklusive unser Programmiererteam, mit all dem haben wir ihn versucht zu unterstützen und jetzt hat er im Herbst sein Unternehmen an UBS verkauft und ist Privatier. Beneidenswert, also wir drücken dir die Daumen, dass das dann mit MyRobin auch bald so funktioniert. Ist ja ein gutes Beispiel, sagt man ja oft, in den USA ist es oftmals leichter, was Regulierung und Co. betrifft. Könntest du das auch sagen? Also war das ein wesentlicher Unterschied oder auch ein Vorteil, das in den USA aufzubauen, weil dort der Regulator und quasi nicht alle Neinsager gleich mal auf das neue Thema draufgeschlagen haben? Naja, ich hätte mir es in den USA nicht getraut. Warum? Weil in den USA die Liability-Geschichte brutal ist. Ja? Das heißt, die greifen ja haftungsmäßig bis auf dein Privatgeld zu. Ja? Das ist dann auch der in den USA natürlich mit einer guten Idee unterstützt. Ja? Das ist anders als in Österreich. In Österreich ist ja das Problem, dass es da sehr viele geschützte Werkstätten gibt und man sich gegenseitig hilft, dass da eben kein anderer irgendwo rechts oder links vielleicht groß wird. Aber am Ende des Tages, glaube ich, muss die Zeit reif sein. Es muss eine Situation vorherrschen wie die jetzt, wo wir wissen, wir vernichten unsere Natur. Wir sind diese ganzen Umweltkatastrophen und dieser Regen. Ich habe gerade selbst gesagt, ich liebe es. Ich habe schon ewig so einen Landregen nicht gehabt, wo es einfach so stundenlang richtig schön dahin geregnet hat. Entweder hat es geblitzt, gedonnert, es sind Wassermassen in Sekunden schnelle von oben heruntergeflogen. Oder es ist einfach eine Situation, wo du sagst, mit der extremen Hitze, damit verbunden, das ganze Schwüle und das ganze Thema, die wir nicht gewohnt sind. Und ich mache wirklich 27 Jahre Beachvolleyball und kann gut behaupten, dass in 27 Jahren eigentlich die letzten 5 Jahre erst mit der Problematik Gewitter, Sturm und so weiter konfrontiert worden bin. Und deshalb sage ich, jetzt ist das CO2-Thema ein totales Thema. Es ist der Verpackungsmüll ein Wahnsinn. Es ist aber auch die Situation, Treibstoffpreise und das Geldbörsel hören und vor Österreich ein Riesenthema. Und da sind wir, glaube ich, jetzt mit dem richtigen Produkt, jetzt zum richtigen Zeitpunkt, bald am Markt. Und das gibt uns große Hoffnung. Und zu guter Letzt noch, eine Branche, die einfach völlig überfordert ist. Also ich glaube, ich kenne keine Branche aktuell, die so in solchen Problemen ist, weil sie mit dieser Menge, die sie zu bewältigen hat, einfach nicht mehr zurechtkommt. Ja. In den letzten 4 Jahren haben sie die Paketmengen zum Beispiel in Deutschland verdoppelt. Und deshalb schauen wir an, was das wird. Mhm. Vielleicht auch, weil du sagst 27 Jahre und auch dann bei Jack Robin bzw. dann MyRobin wirklich durchbeißen. Wie schaffst du das persönlich, dich da regelmäßig dann wieder zu motivieren, Kraft zu tanken, ausreichend Energie zu haben, weil jetzt hast du ein Baby, wie du gerade gesagt hast, das seit 27 Jahren wächst und gedeiht, auf der anderen Seite das, hier mit MyRobin. Wie schaffst du das, dass du da ausreichend Energie hast und jeden Tag deine Leute mit Schwung mitnimmst? Also ich habe mit Jack Felix, meiner Flugsuchmaschine, die ja mein erstes digitales Produkt war, habe ich ja wirklich gelernt zu leiden. Ich habe gelernt, in der Nacht meinen Küchenblock 74 Mal zu umschreiten. Ich habe gelernt, meine Statistik in der Nacht alle Stunden abzufragen, weil ich schon ungefähr so hochrechnen konnte. Wenn um 5 in der Früh so und so viele Leute auf deiner Seite sind um 7, 8, 9, 10 so und so viele Leute auf deiner Seite. Aber du brauchst schon auch wirklich ein Durchhaltevermögen. Und du siehst nicht einmal, sondern in so einem Prozess mehrmals die Existenz gefährdet und mehrmals denkst du, das geht sich nicht mehr aus. Aber ich glaube, wenn du einen Leitsatz hast, und den habe ich, ich will mir einfach, und da gibt es ja auch so in der Musik verschiedenste Texte von Liedern, die diese Gedanken unterstützen. Wenn du zum Schluss sagen musst,
I did my best, but I guess my best wasn't good enough, wie der James Ingram singt. Dann hast du wirklich alles gegeben und es ist ja heute so, dass von 10 Startups 8 einmal relativ rasch zum Zusperren sind. Das 9. sich hat halt irgendwie entwickelt, dass es funktioniert. Und das 10. halt der Highflyer ist. Dass du gehst in dieses Rennen schon mit einer Statistik, die nicht motivierend ist. Passt auch vielleicht I Will Survive als Songtitel dazu. Uns gibt es jetzt seit 10 Jahren, wir kennen das auch, mehr Nein-Sager als Ja-Sager. Wie gehst du da persönlich damit um, dass man wahrscheinlich gerade am Anfang regelmäßig hört, braucht keiner, ist eh schön, ja, lassen wir mal tun. Und danach, wenn es dann funktioniert, dann kommen alle und sagen, na, den Jagerhof habe ich eh von Anfang an gesagt, das ist eine super Idee. Wie gehst du damit um? Zuerst ist einmal die Situation in Österreich ja, oder auch in vielen anderen Ländern auch ja, beeindruckend ist, dass wenn einer eine Kerze anzündet, versuchen drei sie auszublasen. Und das ist einmal die erste Phase. Ja. Also man versucht einmal von Anfang an, die Zelle im Keim zu ersticken. Wenn das nicht gelingt, ja, dann gibt es natürlich die Phase der Irritation, wo ich 100 Gründe finde und dir auch erkläre, warum das nie funktionieren kann. Wenn du aber selber dran glaubst, und es gibt Indikatoren, die du relativ schnell beobachten kannst. Ich habe mir zum Beispiel jetzt gedacht, dass wenn ich den alten Jack Robin, also jetzt My Robin, alte Software, 10 Jahre alt, ich stelle ihn einfach online, mache rundherum aber keinerlei Marketingaktivitäten. Das heißt, ich habe mit einem Mitarbeiter, die sich darum kümmern und schaue, ob es auf der Plattform Registrierungen gibt, ob es Menschen gibt, die was reinsteuern und ob es dann auch wirklich quasi Sendungen stattfinden. Und ich habe gemerkt, wir haben jede Woche 30 Registrierungen. Und das habe ich gedacht, gibt es in der Inder, ärgert mich da einer oder was ist das? Und je tiefer ich dann wirklich in die Statistik gegangen bin und mir das angeschaut habe, bin ich drauf gekommen, da gibt es einen echten großen Bedarf. Und das hat mich dann ermutigt, jetzt da das Ganze in den letzten 2 Jahren zu versuchen, einmal aus den Fehlern, die ich beim Jack Felix gemacht habe, zu lernen. Nämlich ganz wichtig ist die Vorbereitung, die Basis schaffen, dass du eine Struktur herstellst, die letztendlich es ermöglicht, wie es auf 100 Meter Steckdosenbord. Das ermöglicht einfach immer wieder neue Cases anzustecken, reinzuhängen, ohne dass du der Gesamtstruktur irgendwie gefährdest. Und das war meine Aufgabe in den letzten 2 Jahren, Partnerschaftsmodelle versuchen zu entwickeln, zu kreieren und zu schauen, wer braucht mich, was kann ich für einen Beitrag leisten. Und jetzt mit all diesen Informationen, die ich jetzt habe, glaube ich, bin ich schwer bewaffnet und ready to rock'n'roll. Ja. Ja, ist ja spannend, was du sagst. Also wirklich aus dem Leben gegriffen, am Sonntag Heimfahrt von Salzburg auf halber Strecke schreibt mir eine Freundin, ich habe mein Firmennotebook in Salzburg liegen lassen, könnt ihr es mitnehmen? Wir haben dann nicht mehr umgedreht. Was hat sie gemacht? Sie hat tatsächlich sich bei euch registriert und hat es am nächsten Tag in der Früh bekommen. Also es ist wirklich interessant, weil du sagst so quasi, ihr testet es eigentlich jetzt mit alter Software, aber trotzdem löst es ja schon in der aktuellen Situation Probleme. Das finde ich ja wirklich spannend und ich glaube, das Schöne ist ja auch, da würde mich ein bisschen interessieren, was du aus den, weil du gesagt hast, aus den Versendungen, ist ja auch dann zu sehen, dass man ein Problem löst und Leuten hilft. Und auch teilweise, du hast erzählt in der Vergangenheit, da waren sehr interessante Sendungen mit dabei. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was so die Highlights auch der Sendungen waren, die ihr schon auf der Plattform hattet und die da mitgenommen wurden oder vielleicht auch manchmal nicht mitgenommen wurden, weil Angst. Du, wir haben, die Angst, das war damit dieser Schlange, die angeblich irgendein Python, aber sehr handsome gewesen sein soll. Da haben wir gesagt, okay, die wird, glaube ich, nicht so leicht von A nach B kommen. Aber ja, ich habe solche Situationen, die freuen dann immer wieder. Ich war jetzt auf meiner Suche nach Investoren, jetzt nur nicht nur Crowd-Investoren, sondern an Investoren, die auch direkt bei uns quasi Firmenanteile kaufen. Ich habe einen Termin bei jemandem ausgemacht und habe bei ihm gewartet in seinem Office und der hat sogar einen Launch gehabt. Und dann kommt er rein und erklärt mir halt, weil er so eine tolle Weinsammlung hat, dass er gerade in Argentinien war und dort tolle Weine eingekauft hat. Aber er hat ein Riesenproblem gehabt, hat jetzt mit der Luftfracht nach Berlin geschickt und dann sind die Weine nicht mehr weitergekommen. Er hat nicht mehr gewusst, wie die Weine daher bringt, weil es teure Weine waren. Ich sage, aber dann, er hat nicht gewusst, warum ich bei ihm bin, das ist das Interessante. Ich sage, aber dann, seine Frau, die im Internet sehr aktiv ist, hat eine Seite gefunden, die war Wahnsinn, 2 Tage später waren die Weine da. Ich sage, bitte tu mir einen Gefallen, ruf der Frau an, wie die Seiten geheißen hat, weil ich dachte mir natürlich im ersten Moment, ich habe da irgendwas übersehen in meinen Recherchen, was natürlich schlimm ist, wenn da das passiert. Und der war relativ nah bei mir und hat seine Frau angerufen und da habe ich nur vernommen, wie sie gesagt hat, Schatzi, mein Robin, und wenn Hannes was braucht, sie kann ihm die Daten schicken. Ja? Und dann habe ich gesagt, danke, das genügt mir, weil das sind wir.
Und das war jemand, der von Berlin, der hat einen Umweg gemacht von 40 Kilometer, ist nach Berlin gefahren, hat die Weine eingeladen und der war komplett begeistert, wie der gekommen ist, in Decken eingehüllt, die Kisten und hinten in sein Kombi. Und sowas haben wir immer wieder, ja. Und einfach coole, coole Sachen auch, wo den Leuten wirklich geholfen wird. Und allein meine Mutter, die jeden Herbst Äpfel aus der Steiermark bestellt hat, hat da einen Burschen gehabt, der die Äpfel gebracht hat. Und der war so happy mit dem Burschen, dass jedes Mal, wenn der nach Italien auf Urlaub gefahren ist, ist er bei meiner Mutter im Wohnzimmer gesessen und sie hat für ihn gekocht. Also das sind schon Sachen, die da entstehen, die auch was Menschliches haben. Und dieses, ich glaube, das ist auch dieses Gefühl, du tauchst da auf in einem Lokal, die Leute sind bereits nicht mehr zu Hause, aus irgendeinem Grund sind sie essen gegangen und du übergibst ihnen das Paket. Das ist, das hat was und das ist sicherlich auch, glaube ich, auch einer der Faktoren, warum das Teil so gut funktioniert. Mhm. Du hast jetzt das Thema Kooperationen angesprochen. Wie wichtig ist denn das Thema Kooperationen? Also da gibt's ja mittlerweile auch viel Research dazu, dass eigentlich nicht allein der Wettbewerb, sondern vor allem auch Kooperationen zum Erfolg führen. Wie wichtig ist das für dich? Wie wichtig ist das auch für die Zukunft von MyRobin? Ich habe das bei Marc in Amerika kennengelernt. Ich war ja dann selber 3 Jahre in den USA, weil ich dort Beachvolleyball-Turniere weltweit organisiert habe. War dort auch ein Roadie, also einer der seiner Fahrer. Und erstens einmal habe ich mal gemerkt, wie cool das funktionieren kann, wenn du in einem Supermarkt, also in einer Bauhauskette stehst. In Amerika heißt die Home Depot. Und ich habe da zum Zeugen gewartet und kriege also eine Notification. Hannes, fährst du nach Hause oder fährst du in die Firma? Und ich habe dann halt nur gedruckt, ich fahre nach Hause. Und dann hat das die nächste Push-Notification war, es wären 3 Online-Bestellungen bei uns, die quasi fast am Nachhauseweg von dir liegen. Du hast einen Umweg von 21 Minuten und kriegst $28. Ich habe natürlich logischerweise, weil mich das Thema interessiert hat, auf iDoIt geklickt und bin dann rausgegangen und draußen war schon unser großer Bildschirm Mr. Haynes und fuhren die 3 Sackeln mit für Mr. Haynes. Und der Mr. Haynes ist dann mit den Sackeln auf die Reise gegangen und hat sie zugestellt. Ich war 3-mal Weihnachtsmann. Jedes Mal anleiten, Gott, dass die mir nicht um den Hals gefallen sind. Ja. Weil sie einfach begeistert waren, dass das so schnell gegangen ist. Und dann habe ich nachher gekriegt, dass 200 Koffer in Fort Lauderdale von der Delta Airlines gestrandet sind. Und die suchen jetzt quasi einen Zusteller. Ja. 7 Minuten habe ich mir überlegt. Und wie ich in 7 Minuten gedruckt habe, okay, ich mache das, waren alle weg. Das heißt, der Rodi hat es geschafft gehabt, in 7 Minuten 200 Koffer an Menschen zu übergeben, die Verantwortung übernommen haben, dass sie sie zusteuern. Und das war einfach brutal. Und ich meine, er hat da 220.000 Fahrer zum Schluss gehabt oder hat da wahrscheinlich noch mehr. Und dann funktioniert das wirklich im Minuten-Stunden-Takt, dass solche Lieferungen einfach wirklich weitergehen oder letztendlich der Request angenommen wird. Cool, da sieht man, wo die Reise hingehen kann. Vielleicht bevor wir zum Schluss kommen, wir haben ja die Situation, multiple Krisen, Inflation, Zinsen gehen nach oben, das ganze Thema der Klimaerwärmung und den Katastrophen, die da vielleicht vor uns liegen. Wie schaffst du es als Unternehmer, aber auch als Mensch, da positiv zu bleiben und zu sagen, ich packe was an, ich verändere was und ich gehe in die unsichere Zukunft trotzdem mit einer positiven Einstellung? Ich habe das vorher sehr gedacht, oder vor 2 Jahren war das schon, wie wir mussten ja mit Beachvolleyball aussetzen, ein Jahr wegen Covid. Und dann vor 2 Jahren hat mich irgendwann einmal gefragt in einem Interview, wie können Sie da einen VIP-Bereich haben, wo es den Leuten eh so schlecht geht und Covid und wie können Sie jetzt da Turnier veranstalten, wo halt einfach die Realität weggeschalten wird. Und ich bin unten gestanden, wir haben so einen Behindertenprotest, wo halt Menschen, die in ihrem Leben das Schicksal nicht so gut mit mir gemeint hat. Da waren 2 im Rollstuhl, so junge Burschen, ich würde sagen, keine 30 oder knapp 30. Und die haben dort sicherlich, wahrscheinlich summa summarum, ein paar Stunden einfach all ihre Themen vergessen. Die haben, sind mitgegangen, die haben geschrien, die haben gejubelt. Der eine, der die Hände halt noch hinreißen kann, hat sie in die Höhe gerissen. Und dann haben wir gedacht, allein wenn du das schaffst, dass du Menschen so ein positives Gefühl, und sei es über Stunden, vermitteln kannst, hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Und glaube ich, bei MyRobin ist es auch ähnlich. Ja? Wenn ich Menschen, die eh so kämpfen mit dem Geld, mit jedem Cent, die aber aus Gründen, die sie gar nicht beeinflussen können, unterwegs sein müssen, also sie Dinge zu erledigen haben oder privat jemanden zu pflegen haben. Das sind Studenten, der in Wien studiert
und seine Mutter halt schwer krank ist, der Vater auch sehr krank ist und er sich das nahezu nicht leisten kann, runterzufahren. Und damit am Wochenende für seinen Vater der Landwirt ist, da ist und für ihn quasi in der Landwirtschaft die Sachen erledigt. Und wenn du solche Sachen, die Chance hast, solche Sachen zu entwickeln, die Chance hast, solche Sachen zu implementieren und dann auch daraus ein Erfolgsmodell schaffst, dann glaube ich, hast du den coolsten Job der Welt. Und dann sind auch Krisen für dich nicht jetzt eine Problemstellung, sondern einfach der richtige Moment, richtig darauf zu reagieren. Also ich glaube, das ist der perfekte Abschlusssatz. Lieber Hannes, danke für deine Zeit, danke für den Einblick in dein unternehmerisches Leben und wir freuen uns schon auf alles, was da kommt und alles Gute mit der MyRobin-Kampagne. Auch da freuen wir uns schon auf alles, was kommt. Ja, das liegt in euren Händen. Also wir haben eurer Plattform vertraut und jetzt sind wir nur mehr Beifahrer. Und jetzt hoffen wir, dass jetzt die Party rockt. Da sind wir dankbar. Auch wir werden alles tun, danke, dass es erfolgreich wird. Super, danke dir. Danke.